Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Together Pokémon Soul Silver. Ich schau mal kurz in unser Team, ich weiß nicht wo wir sind. Wir sind anscheinend in einem Aussichtsturm. Ach, wir sind im Radioturm. Anscheinend haben wir gerade jemanden besiegt. Das ist sehr, sehr schön. Und ich glaube, wir können. Wir sind auf jeden Fall gefüttert, haben immer noch Smogon. Ich würde eigentlich mal kurz gucken, was wir eigentlich für Attacken haben. Letztens auf 31, das ist in Ordnung, hat nichts gelernt. Das Vieh hat auch nicht. War auf 30 nichts gelernt. Alle 28, naja. Waren wir es auf 29? Es könnte sein, dass dies der letzte Kampf, das letzte Mal ist, dass wir Warmers im Team sehen. Ich glaube, die gibt uns. Achso, hier kommen wir gar nicht rein. Ich glaube, die gibt uns eigentlich noch was. Wir haben auf jeden Fall alles geschafft hier. Ich will einfach nochmal hochgucken. Und zwar dorthin. Du bist der Trainer, der mich gerettet hat. Stimmt's hin, das ist ein Zeichen meines Dankes. Blendpuder erhalten. Eigentlich dachte ich, wir kriegen rosa Band. Wenn du seinen Pokémon gibst, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner mit deinen Angriffen trifft. Ja. Das werde ich auch direkt mal jemanden geben. Aber nein, ich hebe mir das lieber noch auf für das Pokémon, was ich mir noch fangen werde. Ja, ihr habt. Ja, Ramos. Ramos wird leider aus dem Team fliegen jetzt. Warum werdet ihr dann sehen? Ich denke mal. Zeiten werden hier ziemlich sich unterscheiden, weil ich das Pokémon auf jeden Fall noch trainieren möchte. Ich hoffe mal, der Name passt hier dann. Gut. Heilen wir uns erstmal und dann düsen wir ab. Ich werde direkt mal den Esteban nach vorne schmeißen. Er kann ruhig noch ein bisschen trainiert werden. Ja, natürlich passiert das. Wir haben gerade das Rocket-Versteck ausgehoben. Und jetzt werden wir uns auf nach. Wie ist die komische Stadt am See? Das ist Maragonia City. Ich kann mir die Namen manchmal nicht merken. Ich glaube, es war Maragonia City. Aber wir werden es ja gleich sehen. Bei mir ist Samstag. Also, eigentlich wollte ich schon gestern am Freitag aufnehmen, aber ich hatte irgendwie keine Lust. Bis eben gerade hatte ich auch nicht so richtig Lust, aber dann kam es auf einmal mit mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht. So, vielleicht sehen wir hier ein Shiny oder ein wildes Enter, was wir direkt fangen. Also, es ist nur ein Nidoran weiblich. Ja. Und Sandy, ich habe, falls du das überhaupt guckst hier, was ich nicht glaube, weil der sagt so. Ich habe Nidoran männlich Elvis genannt, weil es zu Nido King wird. Ja, der King. Und ich habe Nidoran weiblich Sweetie genannt, weil es einfach nur so süß ist. So knuffig. So wunderschön. Ich wollte das eigentlich noch mit ins Team nehmen. Also eins von beiden hatte ich eigentlich vor, aber. Gibt's mir eigentlich. Naja, bla bla bla. Große doch. Jeden Tag 5 Stunden haben wir schon gelernt, wenn ich aus Büchern habe. Okay. Ist doch Samstag. Wer ist denn eigentlich Samstag? Ich bin auch gerade nicht so sicher, welchen Spieler ich Samstag treffe. Mein Dorf, Joplitz. Darm, Joplitz. Los, Esteban. Wir flüchten direkt. Ja, das ist so gut. Finde ich die Hecke deckt. Das finde ich natürlich ungut, also schlecht. Kann nur noch sein. Dann werde ich jetzt mal zurück. Ich hätte natürlich auch einen Pokémon abholen können, ihn schnell zu Fliegen beibringen und dann weiter. Aber nein. Ich mache das lieber so auf den altbewährten Methode, um natürlich noch das Let's Play in die Länge zu ziehen und Zeit zu schinden. Die brauche ich nicht, die abholen müssen. Ja, ich möchte es so reinsetzen. Natürlich, das statt hochgezogen, muss die sein. Diesen glaube ich alle besiegt und wir dürfen jetzt ja mal gucken, ist die was? So,
Okay. Ja, jetzt kommen wir lang. Muss mal schauen. Natürlich sieht er mich, na klar. Na egal, wir sind mit dem Spinner. Ich werde gewinnen, hundertprozentig. Schau ich direkt gleich mal um. Oder vielleicht. Das ist nur süß. Aber ein Atmos, es tut mir unglaublich leid. Ich habe eine sehr effektive Attacke auf dich. Du geklaut. Girl. Müsste eigentlich reichen, ja, nicht. Hat dann ein Zato? Nein, ein Kadaver. Auch nicht schlecht. Er ist sehr effektiv auf mich und ich auf ihn. Weil ich bekannt bin. Reflektor, du Spacken. Komm, Volltreffer. Volltreffer ist. Einfach nur so. Ist auch sofort ein schönes. Natürlich brauchte ich nicht einen Volltreffer. Durch meinen enorm hohen Angriff, den Trevor hat trotz gesenktem Angriff werfen. Ach, eine schockierende Niederlage. So, jetzt noch. Ja, gut, da ist schon mal. Oh, ein Topschutz. Ja, ich hatte jetzt viel. Nein, das Wasser. Da brauch, muss ich auch lang. Ja, ich möchte es so einsetzen. Schauen wir mal, ob wir das Pokémon direkt antreffen oder ob wir eine Weile warten müssen. Aber hier gibt es auf jeden Fall noch ein Item. Ein Topfbeleber. Nein, erstmal Ultrigaria. Ja. Das brauche ich eigentlich nicht bedingt. Flucht, du bist entkommen. Ich gucke einfach noch zwei Pokémon nach, ob wenn die kommen. Da haben wir es, da haben wir es. Und es ist weiblich. Nein, ich will es männlich haben. Ich will es unbedingt männlich haben. Also ihr seht, ich möchte auf jeden Fall ein Kangela haben. Ich glaube nicht, dass es bis zum Ende die bleibt. Es ist einfach nur ein riesiger Troll. Also ein Troll, mehr wird es nicht. Okay, ich fange mir jetzt ein männliches und wir sehen uns dann nach dem Training wieder. Ihr wisst ja, was ich jetzt haben will. Also bis gleich. Oder bis später. So, Leute, ihr seht mich nochmal kurz woanders. Guck, da ist auch schon unser Tangela und ich habe es genannt. Monsieur Zed. Warum werdet ihr schon noch herausfinden in Sammys Vater 2 Tagen? Ne? So, ich will mich hier hin. Die Schuppe kann das sein, ja, die gehört einem Rundgau, das will ich mal sehen, ich muss sie haben, und dafür würdest du mir vielleicht einen Tausch gegen diesen Peter abdrehen, den ich von USA nicht bekommen habe, ja. Denn das ist, was wir eigentlich noch brauchen können, denn guck, dafür braucht man die rote Haut. Und, dann werde ich euch hier wieder verlassen und jetzt aber wirklich sehen wir uns nach dem Training wieder. Bis dann. So, Freunde, ihr musstet wieder ins Bild reinklicken. Ja, jetzt hat es funktioniert. Okay. Ja. Ich habe mich entschlossen, dass Wammers nochmal im Team bleibt. Denn, ich habe jetzt keine Lust, dass Monsieur Zed noch ein wenig overpowered wird. Dann kämpfe ich erstmal hier auf Augen so lange, bis ich nicht mehr kann und ich kämpfe mit dem Unfall. So hat er mich dazu noch bekommen. Ja, weil es macht erst Sinn, dieser Troll, wenn das Pokémon entwickelt ist und das wird als auf Level 35 funktionieren. Und ihr seht hier die untere Entwicklungsstufe, wenn ich das mal so nennen darf, von meinem Lieblingswasser-Pokémon. Ja, Octillery ist mein Lieblings-Pokémon. Ich finde es einfach nur klasse. Es hat ein super schönes Design und es ist echt, echt hübsch. Ja, ich mag es. Ich habe jetzt noch ein Rainbow Raid. Ich hatte auch erst kurz überlegt, das ins Team zu nehmen. Wäre aber sinnlos gewesen, da wir ja schon 2 Wasser haben und 3 Wasser müssen wir nicht unbedingt noch haben. Ist so schade eigentlich. Ich mag es wirklich sehr. In meinem privaten Spiel hatte ich es auch in meinem Team so. Gut, ich sehr stark aus. Gute Trainer, so bringt es nicht auf. Danke. Ja, das ist eine Frau mit einer guten Stimme. Eine Ass-Trainerin, hurra! Und, bilde ich mir das nur ein? Nein, das Spiel ist fertig aufgehangen! Bis gleich, Leute! So, da sind wir wieder zurück. Es nervt einfach nur Ass-Trainer Kura, wenn wir kämpfen, wie sie nicht Ass-Trainerin heißt. Ein Voltilam. Ich werde einfach mal jetzt Lassie einwechseln, weil ich glaube, es kommt so was Bescheuertes wie eine Donnerwelle. Und das muss ich nicht haben, weil ich auch nicht sicher bin. Na gut. Kam doch keine Donnerwelle.
Aber ich glaube, das ist viel an Statik und das würde ja bei unserem Molch hier gar nichts machen. Das tut ihn noch viel mehr mit einem kleinen, knuddeligen, flauschigen Schäfchen. Eine schöne... Ah, natürlich. Natürlich geht meine... Ja, und jetzt pass auf, jetzt kommt ein fliegendes Pokémon. Nein, Bella. Angst. Mal gucken, wie viel der Durchfallstrahl macht. Anscheinend, nichts. So, was machen wir dann? Dann wechseln wir aus und zwar zurück zur ersten... Ah nein, schade, schade, verdammt. Ich hätte lieber die Nuke einsetzen. Das wäre sinnvoller gewesen. Na gut, nicht sinnvoller, aber es ist schön Erfahrung für die Nuke. Das ist nicht definitiv. Wie war es? Ich persönlich hatte in meinem privaten Spiel auch ein Smogon, beziehungsweise Smogmog mit dem Team. Und zwar nur bis zur Liga. Nach der Liga dann nicht mehr. Es kommt dann tatsächlich noch so eine Scheiße mit der Stahlspur. Aber wir haben jetzt zum Glück was zu heilen. Also über die Jahre noch eine sehr effektive Attacke drauf. Yay. Ich war weiter. Also ich doch. Mal gucken, wie Pokémon sie noch hat. Ja, wird die haben. Ach komm, Lassie, du machst das. Du machst das schon. Wenn nicht wieder dein Durchfallstrahl daneben geht. Also sie hat noch hat auch das. Also die Erfahrungspunkte wäre auch schön mit. Also mein Privatspiel, ich überlege gerade, mein Soul Silver hatte ich angefangen mit Feuerriegel. Und fängt fast immer gemacht habe. Obwohl hier ist unser Wasser viel lustiger. Aber ich wollte halt eine Octillery haben und darum. Ich habe halt nur mit einem Wasserpokémon gespielt. Also, ich überlege mal kurz. Ich hatte auch wir hatten. Ja, wieso? Was mache ich denn über welcher Tischung? Wie ihr wisst. Okay, ich werde einfach nochmal speichern. Das ist mir jetzt zu blöd. Ich werde jetzt hier nach jedem zweiten Trainer nicht speichern. Ich glaube, ich sollte erstmal oben noch lang gehen, damit ich die Trainer noch abklappere. Speicherung. Gut, jetzt kann ich ja nochmal richtig überlegen. Ich hatte. Ja, stimmt, ich hatte ja ein Magnesone mit. Also Magnetone hatte ich und Sorzenia. Dann. Ui, ein Trainer. Magnetone, Sorzenia, Psyana, Tomnupto. Da wären wir bei 4 auf Octillery. Ja, das ist habe ich vergessen. Ich hab's schon erwähnt. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ah, Smogmog jetzt. Ja, stimmt, ich hab's schon erwähnt. Und da kommt noch der Durchbruch. Eigentlich ist unser Esteban so gut wie jeden Typen. Hat das eine super Attacke, außer wenn jetzt Feuer-Pokémon kommt oder ein Flug-Pokémon. Ich war also ich glaube, das fließt schon auf 30. Naja. Vor der Arena müssen wir sowieso nochmal trainieren. Und ich denke mal, dass das meine Aufgabe sein wird. Das ist sehr effektiv. Und ja, stört mich gar nicht jetzt im Moment. So ein Pokémon will ich auch werden. Ja, das sagen sie alle. Oh nein, wir wissen doch, dass mir das Quapsel durch den erschreit nach hinten. Ja, Quapsel, wow, der ganze Teich ist voller Quapsel. Was hast du denn? Ein Kult? Ein schönes, lustiges Homo-Tee. Da werde ich auch den Durchbruch einsetzen, der hat sich einfach gewehrt. Ich habe auch noch ein paar super Schütze und Schützen gekauft, weil in der Höhle, das würde doch etwas nerven, wenn wir da ohne Schutz rumheizen. Gesetzt, ja. In der Höhle gibt es auch schöne Pokémon. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie sich Kaipe entwickelt, ob das auch durch ein Item ist oder auch durch eine Antikraft. Ich glaube eher durch die Antikraft. Das ist auch besiegt, hat mich nicht gut haben wir noch nicht Antik. Jetzt kommt der Gold King. Ich werde es mal mit New probieren. Dann sind wir hier schon fast durch bei den Trainern. Ich glaube, ein oder zwei Trainer haben wir noch, wo wir in die Höhle gehen. Golking wird von Ander Alfred in den Kampf geschickt. Und dann setze ich einfach mal Spukball ein. Ja. Einfach mal, ja. Matchbombe wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Weil dadurch haben wir noch so ein Step. Naja, ist egal. Und die Giftstiche haben wir. Das wäre wirklich sinnvoller gewesen. Wasserrinnen.
Am besten wäre, du musst definitiv heute das erste Mal diesen Turm von Wasser ringen. Ein schöner Turm, ein sehr schöner Turm. Ja, das zieht doch etwas mehr ab und die wurde vergiftet. Jetzt stellt sie erstmal KP wieder her und die werden ja auch direkt wieder abgezogen. Ja. Matschbummel vernichtet dich auf jeden Fall. Ziehst du mir 13 KP. Das zieht schon wieder. Oh. Der Sephion spielt gerade Soulforge. Sehe ich unten, weil bei meinem Steam. Weil ich Steam aktiv habe und das ist mir gerade eingetragen. Du weißt ja wieder. Blablabla, ja, hier, komm, gib mir deine Telefonnummer. Ich glaube, der ruft mich auch an, wenn Remoraid-Schwarm hier ist. Da haben wir noch ein Item, ein Hyperball. Das fällt mir sehr. Und jetzt, ihr müsst nein. Runter vom Rad und jetzt können wir hier mal. Haha, ein Elixier gefunden. Ich denke mal, ich speichere hier nochmal. Damit wir das auch geschafft haben und dann müsste noch der letzte Trainer kommen. Der Vogel. Oh. Schaffen wir locker noch. Können wir das System nicht ausschalten? Ja, nein, den haben wir auch noch nicht besiegt. Man sieht schon an dem Auftreten, dass ein guter Trainer. Ich kenne mich gut mit Pokémon aus, da habe ich einen Blick. Ein Blick, das Pokémon kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ah, wie lustig. Glutexo. Ich habe einfach mal Lust, was auszuprobieren. Wie viel zieht der durch? Besiegt er das Vieh oder besiegt es nicht? Er besiegt es schon mal nicht. Und zwar die Grimasse, die daneben geht. Das ist ein Todesurteil, Hornattacke und Schütz glücklich zu. Okay. Und Magnetilo. Gegen Magnetilo haben wir. Ach komm, ich kriege jetzt hier mit Gastor. Der soll hier ein bisschen stärker werden. Und Kampf Durchbruch. Schiss, Magnetilo. Wenn das Vieh überlebt, ist es schon. Ja, kann das? Nee, ich glaube, es hat keine Bewusstheit oder irgendwas nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Magnetilo Bewusstheit hat oder Magnetfalle oder wie das heißt. Ich glaube, Magnetfalle. Oh, das war ein Fahreinfall. 1750 Punkte genommen. Ich hätte natürlich auch jemand das Magnetfalle geben können. Habe ich aber nicht dran gedacht. Hier ist ja noch der Vogelfilter. Ja, jetzt. Und dann fertig. Nein, noch nicht. Pokémon. Ist der Tausch einfach mal mit Banane. Ach, wir haben hier den Eiszahnstück. Dann weiter geht's. Ach, schon von dem legendären Vogel. Von dem oder dem? Von dem legendären. Ja, habe ich schon gehört. Arno, mit einem. Ich weiß nicht, ob er damals auch eine Rufi hatte oder war, hatte der tatsächlich 2000 Luna. Da dachte ich eigentlich, was ist denn so eine schöne Attacke. Auf Wiedersehen. Gut. Jetzt kommt Tabora. Da konnte man früher auch eigentlich gar nicht so schlecht trainieren. Am besten kann man wirklich die Feuer-Pokémon trainieren, weil Tangela und Ultriaria nicht so wenig Erfahrungspunkte, was nicht so wenig Erfahrungspunkte geben und hier in dem Hauptstraßen man gut trainieren. Oh, Bombos! Bombos wurde ausgewählt. Bombos wird sich jetzt mit Wasser voll surfen. Er setzt schon wieder Wirbel mit ein, was eine sehr schlaue Taktik ist. Du lässt ihn in die Fresse hauen und wechselst dann die Pokémon aus. Das ist echt schlau. So, wir haben Vogelfinger Arno besiegt. Du machst echt keine halben Sachen. Ja. Du bist ganz schön schön. Ich will dich einfach so genug nehmen. Ja, ich möchte dein. Ja, du bist der Hammer. Ah, da bin ich mir. Ja, okay. So, dann sind wir auch schon dem Eiswald. Links sehen wir einen Rossana. Und ich werde auf jeden Fall. Wo ist er? Nein, ich muss mal. Wo war das? Ist hier? Ja, das ist Superschutz. 15 Superschutz habe ich gekauft. Und dann werde ich einfach mal hier, gab es dann ein verstecktes Item, das will ich noch schnell holen. War das so versteckt oder war das. Nee, das war drin. Ja, dann setzen wir hin. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal in 3 Tagen oder in ein paar mehr. Also macht's gut, Leute.